Herzlich willkommen. Ich bin der Klaus, ich komme von Macandra. Das ist eine Augsburger Firma, die Webentwicklung macht und auch Operationsbetrieb. Und ich erzähle euch ein bisschen was zu Kubernetes, und zwar über den Betrieb von unterschiedlichen Arten von Workloads in so einem Cluster drin. Eins vorweg, für die, wo hier schon die Kubernetes-Cracks sind und die hier schon ihre Cluster mit 400 Nodes betreiben, für die ist hier potenziell nichts Neues dabei. Das ist eher, geht eher darum, es geistert ja überall rum und alle wollen es unbedingt machen oder glauben, dass sie es machen müssen. Und deswegen möchte ich euch gerne mal ein bisschen einen Überblick geben, was bedeutet, wenn man da unterschiedliche Workloads in dem Cluster betreibt, dass es nicht alles gleich funktioniert. Um die kurz abzuholen, die sich da nicht so gut auskennen, was ist Kubernetes eigentlich? Kubernetes ist eine Container-Orchestrierung. Ja? Wenn ich weiß, was Container sind, ja, unter Linux, ich muss nicht immer gleich eine virtuelle Maschine oder eine Hardware-Maschine betreiben, sondern ich kann mit Linux-Kernel-Namespaces und Netzwerk-Isolation und so weiter auf eine VM verzichten und quasi entweder ganze Betriebssysteme abgesehen vom Kernel oder Applikationen innerhalb von einem Container betreiben und so von anderen abisolieren. In Kubernetes werden Container in sogenannten Pods gruppiert. Das ist einfach wiederum eine Gruppe aus Containern, die zusammengehören. Zum Beispiel, ich habe meine Applikation und habe noch einen Sidecar-Container, der für Logging ist oder der nur startet, wenn die Applikation initial startet und Datenbankmigration ausführt oder sowas. Ja. Gehören auf jeden Fall immer zusammen. Deswegen, wenn dieser Begriff Pod kommt, das kann auch einfach nur ein einzelner Container sein. Ja. Ist aber auf jeden Fall halt so ein Begriff, der in dieser Kubernetes-Welt existiert. Was macht jetzt Kubernetes? Ja, was heißt orchestrieren? Es kümmert sich darum, dass meine Pods und Container gestoppt und gestartet werden. Ja, wenn ich das, kann das auch nur auf einem Server machen. Ich gebe ihm eine Definition. Ja, hier ist mein Container. So sieht der aus. Kümmere dich darum, dass der x-mal läuft und es wird dann halt so oft gestartet. Und wenn das abstürzt, wird es neu gestartet. Ja, ich muss mich dann nicht mehr selber darum kümmern, ja, sondern das macht für mich die Orchestrierungsplattform. Wenn ich jetzt halt nicht nur eine Node habe bei Kubernetes, sondern 50, dann kümmert sich das auch darum, dass diese Pods verteilt werden auf die 50 Server. Weil das ja blöd ist, wenn man diese Pods dann nicht untereinander vernetzt hat, kümmert sich das auch darum, dass die Netzwerkverbindungen zwischen denen funktionieren. Das passiert entweder über Routing oder über virtuelle Netzwerke. Wenn man sowas schon mal selber gemacht hat mit Docker Compose auf mehreren Servern, dann weiß man, dass das halt nichts ist, was einfach funktioniert, sondern man muss sich da einfach selber drum kümmern. Hier, ja, es funktioniert einfach, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es hat sich halt vorher schon jemand gekümmert, dass das standardisiert ist und es Wege gibt, dass es, wenn man es mal eingerichtet hat, einfach sicher ist, dass es funktioniert. Ich muss mir das nicht selber ausdenken. Genau, wenn ich diese Pods dann auch von außen erreichbar haben möchte, weil es meine Web-Applikation ist, gibt es dafür auch schon Lösungen. Das ist quasi Kubernetes, ist eine Orchestrierungsplattform. Wie sehen jetzt so verteilte Systeme ungefähr aus? Ja, ich habe hier mehrere Server, also diese runden Kisten sind jetzt einfach Server. Das ist jetzt auch egal, ob das virtuelle Maschinen oder Hardware-Server sind. Ich habe da sogenannte Worker-Nodes, auf denen betreibe ich irgendwelche Workloads, also meine Applikationen, meine Datenbanken, meine was auch immer. Ja, meine Tests kann ich da auch drin laufen lassen. Und damit das zuverlässig funktioniert, habe ich eine sogenannte Control Plane. Das ist ein Element von Kubernetes, das sich halt um die ganze Steuerung und um diese ganze Orchestrierung dann eben kümmert. Ja, das sagt dann der Worker Node, du musst Container XY starten oder du sollst ihn stoppen und so weiter. Und damit das zuverlässig funktioniert, braucht man drei Nodes dafür, weil es muss immer, ich möchte nicht in einen Zustand kommen, wo ich nur eine habe und die ist weg, dann ist das Gehirn weg und nichts mehr passiert. Ich möchte auch nicht zwei haben, aber was ist, wenn diese zwei Nodes noch laufen, aber sie werden quasi voneinander getrennt und könnten dann eigene Entscheidungen treffen. Ja? Also ist irgendwie blöd. Ja? Und deswegen soll man mindestens drei haben, so kann immer eine Mehrheit entstehen von diesen Nodes. Ja? Also wenn eine offline geht, funktioniert das ganze System noch. Wenn eine Node abgetrennt wird, bekommt es nicht die Mehrheit. Also sind Entscheidungen sichergestellt, dass die nicht zu irgendwelchen Konflikten führen. Ja? Genau. Also, ich habe meine drei Nodes und da betreibe ich jetzt meine Pods drauf, da läuft meine Web-Applikation drauf, habe ich viel Spaß damit. Aber was passiert eigentlich, wenn jetzt eine so eine Node ausfällt? Wenn jetzt hier diese Worker-Node in der Mitte stirbt, da läuft ja ein Pod drauf, ja, dann läuft dieser Pod nicht mehr und was macht dann die Control-Plane? Die Control-Plane schiebt es einfach auf eine andere Node rüber. Kein Problem, alles super, läuft dort weiter. Das Ganze hat aber ein Problem. Und zwar, dass sich das Schema, was ich gerade gezeigt habe, sich nur für eine bestimmte Art von Workload eignet.
und zwar sogenannte Stateless Workloads. Stateless Workload heißt, an dieser Stelle liegen nicht irgendwelche Daten, ja? Weil sonst, also wenn ich in dem Container drin Daten liegen hätte und der stirbt auf dieser einen Node, und dann kann ich es nicht einfach rüberschieben, die Daten müssen ja irgendwo herkommen, ja? Und die sollen ja auch irgendwie upgedatet werden. Also das Schema kann so nicht funktionieren, wenn ich einfach beliebiges Zeug durch die Gegend schiebe. Ja? Das heißt, ich darf auf der Node keine Daten speichern, weil sonst sind die Daten ja weg, wenn die eine Node offline ist. Ich darf in dem Container dann auch keine Daten speichern. Das ist auch gar nicht der Sinn von solchen Containern, aber man weiß ja nie, was die Leute da draußen so alles machen. Und es darf für die Software darf es auch nicht entscheidend sein, auf welcher Node es läuft irgendwie. Es darf da irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang geben, sonst kann es ja nicht einfach auf eine andere verschieben. Es muss alles quasi leicht austauschbar sein. Weil es, der Container oder die ganze Node können jederzeit aus dem Cluster verschwinden. Das kann immer passieren. Aber jeder, der schon mal eine Webanwendung betrieben hat, wo sich vielleicht auch User registrieren oder so, der weiß, dass man irgendwo Daten persistieren muss. Ja? Ich brauche irgendeine Datenbank oder ich betreibe einen Twitter-Klon, wo Leute Bilder hochladen. Die müssen ja auch irgendwo liegen. Ja? Deswegen gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Daten persistieren kann. Und das ist jetzt immer bei dem Haupt- und Kernthema von diesem Vortrag angekommen, nämlich wie mache ich das? Ein üblicher Weg, den die Leute machen, wenn sie zum Beispiel ihr Kubernetes auf AWS betreiben, noch als kurzer Hinweis, ich komme weder von AWS, noch bin ich da besonders tief involviert. Ja? Ich nehme es bloß als Beispiel, weil irgendeinen Cloud-Provider möchte ich jetzt dafür als Beispiel nehmen und das ist halt der, wo ich die Begriffe am besten kenne zumindest. Ob das jetzt bei Azure läuft oder bei Google Cloud oder man selber Sachen gebaut hat, ist völlig egal. Ich bringe halt die AWS-Sachen immer als Beispiel. Ja. Aber einen Object Store, den kann ich überall haben. Ich kann zum Beispiel auch Minio betreiben, das ist S3-kompatibel. Object Store ist quasi nicht ein Netzwerkdateisystem, sondern ich habe eine API und dann sage ich Put Object und dann schiebe ich ihm halt eine Datei hin und die kann ich mit Get halt auch wieder rausholen. Also für irgendwelche Assets, Bilder, Uploads und so wäre das sehr ideal. Das muss auch nicht bei mir im Cluster laufen, ich habe kein Problem damit, ist für mich echt super. Ja. Muss mich nicht drum kümmern, weil normal kümmert sich irgendein Provider darum. Ich kann auch irgendein externes Netzwerkdateisystem nehmen. Viele Firmen kaufen zum Beispiel so, wie nennt sich das, so eine Managed Storage. Da kriegt man halt dann so Rack-Einschübe, da schiebt man sich ein Rack rein und sagt mal, ja HP, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass das Ding bei mir läuft. Ich liefere zwar den Strom, aber ich habe halt hier die Appliance. Und dann habe ich da einen NFS-Share und das binde ich auf meinem Cluster ein und benutze halt das. Oder ich bin halt bei einem Cloud-Provider, kaufe mir da AWS EFS zum Beispiel, ist auch einfach ein Dateisystem, wo sich AWS darum kümmert, dass es verteilt ist und bindet es ein. Ist auch gut, wenn ich das zwischen Containern darauf zugreifen möchte, zum Beispiel eben meine Build-Uploads ablegen möchte. Ich kann auch in meinem Kubernetes ein verteiltes Dateisystem machen. Longhorn ist da eine beliebte Lösung, die einfach dafür sorgt, die Daten liegen dann tatsächlich auf meiner physikalischen Node, aber ich greife ja nicht direkt von meinen Anwendungen aus auf die physikalischen Node-Daten zu, sondern ich greife auf das Volume zu, das mir Longhorn anbietet. Und Longhorn kümmert sich einfach darum, dass die Daten über alle Nodes gespiegelt werden. Ich kann externe Datenbanken betreiben. Ich kann beim Cloud-Provider mir was kaufen, bei AWS ist das RDS, Relational Database Service, oder ich kann auch selber, wenn ich bei mir on-premise was betreibe, auch einfach eine physikalische Maschine oder eine VM hinstellen und da statisch meine Datenbank drin betreiben. Oder ich kann meine Datenbank im Cluster replizieren, ja, dann benutzt man halt auch wieder lokalen Storage, aber es mit Vorsicht zu genießen, vor allem wenn es echt große Datenbanken sind. Ja, wenn ich eine Datenbank habe, die 500 GB hat und bei mir eine Node wegfällt und ich das auf einer anderen Node wieder starten möchte und dann wieder 500 GB darüber replizieren darf, das dauert halt. Ja, das macht Last, das beeinflusst das ganze Cluster potenziell, ist vielleicht nicht ideal, kann aber eine gute Lösung sein. Ja, also betrachten wir mal noch völlig wertfrei. Was das auch bedeutet ist, wenn es ein Failover gibt bei einer relationalen Datenbank, also von der Primary Node auf ein Replika gewechselt wird, gibt es eine kurze Downtime, weil einfach kurz die Verbindungen abreißen und neu aufgebaut werden müssen, weil es potenziell einen kurzen Zeitpunkt lang keine Primary Node gibt, auf die geschrieben werden kann, muss man alles beachten. Man kann auch Block Storage direkt an seine Nodes dran attachen, der nicht auf den Nodes liegt. Ja, bei Amazon nennt sich das EBS. Das ist Elastic Block Storage, also wie man sich das vorstellen kann, das sind einfach im Gegensatz zu einem Netzwerkdateisystem, was mir ja schon ein Dateisystem bereitstellt,
bekomme ich bei einem Block Storage, das ich über Netzwerk bekomme, halt wirklich ein Block Device, ja, ein USB-Stick, ja, bloß halt über Netzwerk und hoffentlich schneller. Und kann es aber halt nicht auf mehrere Nodes gleichzeitig einbinden. Gibt Ausnahmen, aber die besprechen wir hier nicht. Damit ihr von dieser Stichpunktliste jetzt mal eine Vorstellung bekommt, habe ich hier eine kleine Grafik, wie das aus Cluster-Sicht zu betrachten ist. Die Control Plane ist jetzt hier nur noch eins, weil ich keine Lust hatte, erstmal die Grafiken komplexer zu machen. Es sind immer drei. Ja? Ihr müsst euch da keine Gedanken drum machen. Es geht nur darum, die existiert halt und kümmert sich drum. Wir haben unsere Worker Nodes und links haben wir diesen Object Storage, zum Beispiel S3. Das hat mit unserem Cluster nichts zu tun. Das hat damit keinen Zusammenhang, da wird halt irgendwie hinkommuniziert und gut ist. Genau wie unten sehen wir dieses EFS-Volume. Das ist dieses Netzwerkdateisystem, das läuft auch nicht bei uns im Cluster. Wir müssen uns da auch nicht drum kümmern, wir binden das einfach von außen ein. Genauso wie das EBS-Volume. Ja, wenn ich das beim Cloud-Provider habe, kümmert sich der Cloud-Provider darum, dass ich dieses Volume habe. Oder wenn ich halt das On-Premise-Betreiber und sowas haben möchte, dann entweder gibt es jemand anderen, der sich darum kümmert, oder ich muss halt vorher dafür sorgen, dass ich eine Lösung habe, um solche Block-Devices zu bekommen. Und die einzige Lösung, die tatsächlich direkt unser Cluster traktiert, ist ein verteiltes Dateisystem wie Longhorn, weil das sind einfach auch nur Kubernetes-Workloads, die hier drin laufen und dann dafür sorgen, dass ich das lokale Dateisystem von meinen Servern dafür benutzen kann, dass ich das in meine Pods einbinden kann. Und nur weil eine Node wegfällt, sind nicht die Daten einfach nicht verfügbar. Ja? So, jetzt haben wir die drei oder vier Lösungen kennengelernt, wie wir Daten speichern können. Jetzt kommt der interessante Part, weil was eignet sich für was? Es ist nämlich nicht alles gleichermaßen geeignet. Wenn ich jetzt hier meine Webanwendung drin betreibe und ich möchte einfach, dass die User-Uploads funktionieren, ja? Ich habe meine 5 Container von der gleichen Web-Applikation und Request 1 kommt auf Node A an, Request 2 kommt auf B an, auf andere auf C und so weiter. Die sollen alle die gleichen Daten ausliefern können. Dann hilft es nicht, dass ich das in so ein Block-Device reinhänge, weil das Block-Device wird nur in einer Kiste hängen. Ich brauche ein verteiltes Netzwerkdateisystem oder so ein Object Store. Es muss von überall aus erreichbar sein. Bietet sich dafür gut an. Genauso wie, wenn ich jetzt so CI-Jobs laufen habe, also Continuous Integration, ich lasse irgendwie Tests laufen, die bauen meine Container und so weiter. Die sollen einen Cache haben, damit ich nicht jedes Mal alles komplett runterladen muss. Kann man auch gut ein Object Storage verwenden oder auch ein Netzwerkdateisystem, weil es läuft ja nicht immer auf derselben Kiste und ich brauche die Daten trotzdem jederzeit von überall. Klingt jetzt so, als wäre das ja eigentlich immer das, was ich haben will, aber für eine Datenbank ist es nicht so optimal, weil eine Datenbank hat potenziell super viel Write-Traffic, hat super viel Random-Read, super viel Random-Write und es ist halt auch alles sehr große Binär-Blobs, die man potenziell hat. Das ist so ein Netzwerkdateisystem nicht gut aufgehoben, weil Netzwerkdateisystem ist im Vergleich langsam. Das muss sich ja auch um allerlei Zeug kümmern, wie zum Beispiel, es muss ja Konflikte behandeln. Ja, wenn ich jetzt x Webserver habe, die auf das gleiche Dateisystem schreiben, dann muss man sich um Konflikte kümmern. Ich will mich bei der Datenbank aber nicht um irgendwelche Konflikte kümmern, sondern ich will einfach sagen, ja, Datenbank schreibt dahin, baller was geht, ja, dass es halt einfach schnell erledigt ist. Ich muss mich nicht um Konflikte kümmern. Ich will das auch nicht, weil das meine Datenbank langsam machen würde. Das heißt, was kann ich benutzen? Ich kann entweder meinen Local Storage einfach auf meiner physikalischen oder virtuellen Maschine benutzen oder ich binde halt von außen so ein Dynamic Block Storage ein. Hier ist was Wichtiges. Bei Kubernetes benutze ich sogenannte Deployments. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich beschreibe ein Deployment und sage, ja, hier ist mein Pod, der sieht folgendermaßen aus. Das ist da meine Web-Applikation. Der soll so viel Speicher bekommen, so viel CPU. Der startet dieses Container-Image, startet es x-mal. Oder skaliert es automatisch, kann ich auch machen. Ja. Das darf ich bei der Datenbank nicht machen, weil die Datenbank hat wirklich konkreten State. Zu Datenbank Instanz 1, die ist erstmal der Primary ist, gehört ein bestimmtes Storage und zur Datenbank 2 gehört auch ein eigenes Storage. Das heißt, ich muss eine Assoziation herstellen zwischen der Workload und dem dazugehörigen Speicher. Das muss ich bei den anderen Sachen wohlgemerkt nicht, weil die sind entweder stateless oder ich binde das hier einfach von außen ein. Und dafür gibt es tatsächlich ein sogenanntes Stateful Set und das stellt eine Assoziation zwischen meinem Speicher und meiner Datenbank her. Wie sieht das jetzt aus? Ich kann jetzt halt einfach ein Deployment machen. Wie gesagt, das ist ja eine beliebige Node und
ordne dem halt lokalen Speicher auf meinen Servern zu. Was passiert jetzt, wenn so ein Server ausfällt? Dann wird so eine Node verschoben und wenn ich das gut gebaut habe, dann klont es die Daten von dem anderen Server nochmal rüber. Das funktioniert schon. Was ist, wenn das jetzt fünfmal passiert? Oder was ist, wenn Sachen gleichzeitig ausfallen? Da wird nichts mehr durch die Gegend kopiert. Dann ist es einfach weg. Ja, also ich habe hier quasi Node A und Node B und im Ursprungszustand und die primäre Datenbank ist auf Node A und es wird drüber repliziert auf Node B. Und im nächsten Moment fällt Node A aus, dann wird einfach Node B zum Primary befördert und dann sagt ja mein Deployment, ich will aber zwei Datenbanken haben. Ich will ja immer zwei haben. Aber Node A gibt es nicht mehr. Das heißt, der startet jetzt auf Node C. Aber die Daten sind ja nicht da. Sie lagen auf Node A. Also bleibt die nur eins übrig. Entweder er funktioniert gar nicht oder ich muss irgendwas eingebaut haben, dass die Daten von Node B auf C rüber repliziert werden. Und jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel vom Anfang. Wenn das 500 GB sind oder 2 Terabyte, dauert das entweder potenziell sehr lang oder es bricht sogar ab. Und es ist einfach kein guter Zustand. Möchte man nicht haben. Ist schwer davon abzuraten, das zu machen. Keine Daten mit Status in Deployments drin. Macht man nicht. Ich kann aber auch, ich kann schon Local Volumes benutzen, aber da kommt jetzt dieses Stateful Set im Spiel. Und dieses Stateful Set sagt ihm einfach, ja, zu Node A gehört Dateisystem, zu dem Container für die primäre Datenbank gehört ein Volume, das auf Node A liegt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, das ist ja lokal auf Node A. Das heißt, ich kann das nicht irgendwo anders starten, weil das Volume liegt dort und es ist fest miteinander verbunden. Er wird immer versuchen, das auf Node A zu starten. Wenn Node A weg ist, gibt es nur Node B. Wird sich nicht verändern. Das ist gut, weil wenn Node A wieder hochkommt, kann sich das einfach wieder zurückverbinden. Ist ab da halt das der Replika, repliziert, alles funktioniert wieder. Nachteil ist halt, ich habe halt in der Zeit einen Redundanzverlust. Was ist, wenn Node A und B gleichzeitig ausfallen? Eher schlecht in dem Fall dann, ja, weil dann ist es halt komplett offline. Ich verliere zwar vielleicht keine Daten oder so, weil es ja feste Maschinen sind, die immer wieder kommen, aber ich habe halt einen Ausfall. Viel interessanter ist es aber, wenn ich keine festen Maschinen habe, sondern zum Beispiel das automatisch skalierend betreiben möchte, wie man das oft in der Cloud macht, da habe ich keine festen Hardware-Maschinen, wo ich mein Zeug drauf betreibe, sondern ich möchte ja Geld sparen und lasse das Zeug automatisch skalieren. Da ist es immer eine extrem schlechte Idee, auch mit Stateful Sets Daten lokal auf eine VM abzulegen. Weil wenn die Autoscaling-Funktion eine VM wegschmeißt, ist die weg. Die kommt nicht wieder. Und wenn eine neue VM wiederkommt, das ist eine neue. Die hat auch neue Daten. Also, oder keine Daten eben. Ja? Das ist eine leere Disk bis aufs Betriebssystem. Deswegen benutzt man gerne diese Netzwerk-Block-Devices. Ja? Amazon ist das EBS. Nochmal zur Erinnerung. Ich habe dort einfach ein Netz, ist auch, liegt irgendwo im Netzwerk, ist ein hohes Bandbreitennetzwerk, aber im Gegensatz zu so einem Netzwerkdateisystem muss ich mich nicht um die Konfliktgeschichte kümmern. Ja. Könnte auch jemanden haben im Rechenzentrum, der hat einen USB-Stick, da liegen meine Daten drauf und jetzt fällt der eine Server auch, geht drüber, steckt ihn im anderen ein. Also es ist ein schlechter Vergleich, aber für die Leute, die sich wirklich mit sowas nicht auskennen, hilft es vielleicht. Ja. Ich habe hier meine Daten, okay, ist blöd, den Server muss ich ausschalten, ich stecke das ab, gehe zum anderen rüber und starte dort meine Workload und die Daten, die habe ich ja umgesteckt, die habe ich mitgenommen. Und genauso kann es dann hier aussehen. Ja? Ich habe quasi von extern mein Volume eingebunden und das ist das gleiche Szenario wie vorher. Ich stream hier rüber, ja, und jetzt fällt wieder die Node A aus und ich starte auf Node C neu. Aber ich muss keine Daten replizieren. Das Einzige, was ich mache, ist, ich hänge das Volume, was vorher auf Node A hing, hänge ich um auf Node C und schon habe ich die Daten da drüben liegen. Setzt natürlich voraus, dass ich von außen irgendwas habe, was mir diesen Dienst schon bereitstellt. Das hat übrigens vor allem bei Cloud-Providern keinen signifikanten Nachteil gegenüber dem lokalen Storage von VMs, denn die meisten VMs benutzen nämlich eh schon diese Storage-Class. Es gibt welche, die haben wirklich eigenen lokalen Storage, der ist erheblich schneller nochmal. Manche Workloads brauchen sowas auch, aber meistens macht es keinen großen Unterschied. Man muss halt auch immer sich fragen, was für eine Performance betreibe ich hier. Wenden wir uns mal ein bisschen von dem Storage ab. Wir haben jetzt da schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir kommen dann auch später wieder dahin zurück.
Aber es gibt ja noch unterschiedliche Anforderungen, und zwar hinsichtlich von Rechenleistung. Zum Beispiel habe ich Testumgebungen und die sollen möglichst billig sein. Ich will nicht viel Geld für meine Testumgebung ausgeben. Damit verdiene ich kein Geld. Und für Sachen, mit denen ich eigentlich kein Geld verdiene, möchte ich auch nicht so viel Geld ausgeben. Es soll einfach gut funktionieren, aber es ist okay, es soll am besten günstig sein. Meine relationalen Datenbanken, über die wir jetzt ja zum Beispiel auch schon gesprochen haben, die sollen kein Failover machen. Gehen wir zu unserem Beispiel zurück. Ich habe hier zwar die Daten erhalten und so weiter, aber der Failover muss trotzdem passieren. Vielleicht will ich die gar nicht in so einer automatisch skalierenden Gruppe drin haben, weil ich habe zwar jedes Mal die Daten, aber jedes Mal, wenn da eine Skalieraktion auf dem Server passiert, wo die primäre Datenbank läuft, muss er wechseln. Hat jedes Mal eine Unterbrechung der Verbindungen zufolge. Wenn ich jetzt halt Pods habe oder halt Container, die langlaufende Jobs ausführen, ja, zum Beispiel soll irgendwas compilen oder es laufen Tests drin, die Tests laufen eine Stunde, dann möchte ich nicht, dass bei 59 Minuten von der Stunde der Pod gestoppt wird, weil gerade irgendeine Autoscaling-Aktion vielleicht passiert. Ja? Weil sonst muss ich das Ding ja wieder starten und schon wieder eine Stunde warten. Will ich ja nicht. Und manche Jobs sind vielleicht auch super CPU-intensiv und brauchen ganz viel CPU-Ressourcen. Ja? Wenn ich jetzt auf AWS bin und EC2 benutze, EC2 ist quasi dieser VM-Service, steht für Elastic Computing, da kann ich Autoscaling-Groups erstellen, da sage ich ihm einfach, ja, hier ist meine Gruppe A und in Gruppe A möchte ich, dass standardmäßig 5 Instanzen starten, sollen immer mindestens 2 laufen, sollen maximal 50 laufen. Ich kann festlegen, welche Instanztypen starten da. Also ein Instanztyp ist immer, so viel RAM und so viel CPU haben die und effektiv auch ein bisschen noch die Hardware, die drunter liegt. Das ist eine alte Generation, eine neue. Ich lege halt einfach fest, was für VMs will ich haben und was für eine Menge. Ich lege auch fest, wie die Scaling-Optionen sind. Zum Beispiel, wenn ich hohe CPU-Auslastung habe, soll halt VMs dazukommen. Wenn ich wenig habe, sollen VMs wegfliegen. Oder ich benutze gleich einen Kubernetes, den Cluster-Autoscaler, dann kümmert der sich darum, der spricht dann einfach per API damit und der passt es an. Wenn ich jetzt stateless Workloads habe, zum Beispiel in meinen Testumgebungen, ja, die ganzen Anwendungscontainer, dann kann ich die auf sogenannten Spot-Instances betreiben. Spot-Instances sind einfach, Amazon hat ganz viele Server oder Microsoft auch, jeder Cloud-Provider hat das und die sind nicht immer alle gleichmäßig ausgenutzt. Und wenn ich jetzt sage, ja, bevor die brach liegen, gebe ich halt VMs, die auf diesen Servern starten, für wenig Geld her. Das sind sogenannte Spot-Instances, die kriege ich billiger. Aber es kann halt auch jederzeit kommen, ich betreibe jetzt auf einem Server meine 50 Spot-Instances und jetzt kommt einer und der will von dieser Instanztyp ungefähr auch 50 Instanzen starten, der bezahlt aber den On-Demand-Preis. Dann kommt eine Notification, hey, deine VM stoppt in 2 Minuten und dann wird die gestoppt. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Auf den Kisten will ich nicht meinen CI-Job laufen lassen, der eine Stunde braucht. Weil wenn dieses Ding kommt, eine Minute bevor der fertig ist, wird das Ding halt gestoppt und dann muss das Ding woanders starten. Aber wenn es irgendeine stateless Workload ist, die einfach nur kurze Requests bedient, ist mir das völlig egal, wenn da mal ein Container stoppt. Der startet halt dann woanders. Genau. Wenn ich jetzt meine Datenbanken habe von vorhin, möchte ich die vielleicht gar nicht im Autoscaling haben, weil, wie besprochen, ich möchte verhindern, dass die ein Failover haben. Bevor wir jetzt das Ganze noch im konkreten Beispiel anschauen, möchte ich noch kurz einen Exkurs machen, und zwar zu Jobs, jetzt an dem Beispiel GitLab CI. Das ist das, was ich meinte. Ich kann in Kubernetes so CI-Jobs von GitLab laufen lassen. Was da passiert ist, ganz links, ich habe mein GitLab laufen, ich habe in meinem Kubernetes einen sogenannten GitLab-Runner laufen, der spricht mit meinem GitLab und fragt ihn, gibt es CI-Jobs, gibt es CI-Jobs, gibt es CI-Jobs? Und wenn er welche findet, dann startet er die einfach als Pods und dann laufen die in meinem Kubernetes-Cluster. Ja? Also ich habe einfach Workloads, die ich gar nicht selber definiere, sondern die werden dynamisch erstellt, wenn Entwickler Jobs laufen lassen möchten. Warum ist das jetzt wichtig? Weil sich diese Art von Workload einfach komplett unterscheidet von den anderen, die ich habe. Jetzt schauen wir uns die drei Sachen an. Ganz links sind diese Web-Apps, die wir besprochen haben. Das ist mein Twitter-Klon. Benutzer registrieren sich, laden Bilder hoch und so weiter und so fort. Ja, meine Bilder, die muss ich in jedem Container jederzeit zur Verfügung haben. Deswegen lege ich die auf so ein externes Dateisystem und da sind sie immer verfügbar, egal von welcher Node, die können auch alle drauf schreiben. Und weil es egal ist, wenn mal ein so ein Container oder eine Node wegfällt, weil ich habe ja noch x andere laufen und es starten dann einfach neue, wo die Container drauf starten,
betreibe ich die als Spot-Instances. Ist mir egal, wenn da meine Node wegfliegt. Ich starte die einfach woanders. Betrachten wir jetzt die CI-Jobs, ist mir das nicht egal. Weil wenn der Entwickler seinen Merge-Request aufmacht und da seine Tests für eine Stunde laufen und der andere erst dann seinen Approve geben kann, wenn die Tests durch sind, möchte ich nicht, dass im Idealfall noch im, oder nicht im Idealfall eben, fünfmal hintereinander die Tests abbrechen, weil gerade irgendwelche Scaling-Aktionen bei Spot-Instances passieren. Ich möchte es aber schon automatisch skalieren, weil wenn nachts keiner Tests laufen lässt, möchte ich kein Geld dafür bezahlen. Also stecke ich es in eine Autoscaling-Group mit CPU-optimierten Instanzen, weil Tests brauchen viel CPU, und benutze einfach als Storage einfach so ein S3 Object Store. Da können die dann ihren Cache hinschreiben. Und jetzt haben wir noch die Datenbanken. Das ist das, wo wir uns am Anfang ja so intensiv beschäftigt haben. Ich starte einfach zwei statische VMs und binde an die ein externes EBS-Block-Volume ein und starte darauf meine Pods. Warum mache ich die jetzt statisch? Weil ich keinen Failover haben will, nur weil irgendeine Autoscaling-Aktion passiert. Das sind jetzt die drei Kategorien, die wir hier, für die wir uns entschlossen haben. Und wenn ich die jetzt umsetzen möchte, muss ich noch ein paar Sachen bedenken. Zum Beispiel, wie mache ich die Storage-Bereitstellung? Wenn ich jetzt S3 benutze für meinen CI-Cache, ganz einfach, es hat einen Web-Endpunkt und über den spricht dann meine Container sprechen einfach mit dem. Ja? Ich kann dann denen irgendwie sagen, ja, so authentifizierst du dich und so weiter und so fort. Bei AWS kann man das machen, indem man seinem Container zum Beispiel eine bestimmte Rolle gibt. Dem muss man nicht mal Credentials hinterlegen. Das geht bei Azure und bei Google Cloud auch. Wenn man jetzt einen eigenen Object Store betreibt, funktioniert das potenziell nicht. Da muss man zum Beispiel Credentials dann hinterlegen. Ja. Meine EBS und EFS-Volumes, die kann ich einfach automatisch an die richtigen Nodes hinmounten. Muss ich nicht mal selber machen, kümmert sich mein Kubernetes Storage Driver drum. Ein Storage Driver oder ein Storage Driver ist einfach etwas, was ein Stück Software, das schon jemand geschrieben hat. Das läuft dann in meinem Kubernetes, auch als Deployment. Und das liest dann Ressourcen, die ich erstellen kann. Also ich kann ihm dann sagen, ja, ich brauche jetzt ein Volume. Ich brauche 100 GB EBS-Volume. Was macht dann der Storage Driver? Der spricht per API-Call mit dem Cloud-Provider, erstellt das Volume und dein Kubernetes-Cluster weiß, an Node X brauche ich dieses Volume, weil das zu diesem Container dazu gehört. Und dann bindet der Rest da an. Und genauso bei dem Netzwerkdateisystem. Ja? Auf Node 5, 6, 7 und 9 laufen Workloads, die dieses Storage aus dem Netzwerkdateisystem brauchen, bindet er da ein und dann können die das benutzen. Volumes sind sogenannte Physical Volumes, auch wenn die vielleicht nicht in der Realität physical sind. Ja? Aber ein Physical Volume bezeichnet einfach ein Volume, das ich erstellen kann bei Kubernetes. Das Ganze kommt über einen sogenannten Physical Volume Claim. Dieser Physical Volume Claim ist das, was ich gesagt habe. Ich sage dem Cluster, ich brauche jetzt ein EBS-Volume mit 100 GB. Ihr seht jetzt hier so eine kleine YAML-Definition. Ich habe da Sachen weggeschnitten, weil es einfach nur darum geht, dass ich euch mal zeigen möchte, wie sowas in Kubernetes repräsentiert wird, die wo noch nie Kubernetes benutzt haben. Alles in Kubernetes ist quasi YAML. Ja, man muss es nicht zwingend als YAML ausdrücken, weil es einfach nur darum geht, dass die Objekte beschrieben werden. Ich kann das theoretisch auch mit JSON machen. Man macht es üblicherweise mit YAML. Und wenn man es sich ein bisschen anschaut, ist es isoliert betrachtet auch gar nicht so kompliziert. Was ist jetzt nochmal so eine Storage Class? Ja, eine Storage Class hilft mir zu unterscheiden, was ich für ein Storage denn haben möchte. Ja? Wir haben jetzt ja zum Beispiel das S3 gehabt, wir haben dieses EBS-Block-Volume gehabt und wir haben das NFS gehabt. Und irgendwann muss ich ihm ja sagen, ich möchte diese Storage Class. Und ich habe sogar vielleicht unterschiedliche Storage Classes, weil zum Beispiel diese EBS-Volumes, die gibt es mit in billig, die können nicht so schnell schreiben, und es gibt teure, die können super schnell schreiben. Kommen aber vom gleichen Provider. Es sind ja beides EBS-Volumes. Ja, und dann möchte ich halt vielleicht haben, ich EBS-Fast und EBS-Slow. Und dann habe ich zwei Classes, die den gleichen Provider benutzen. Ja, wir haben jetzt hier, das erste ist die sogenannte API-Version. Das ist für die, wo kein Kubernetes bisher machen, vielleicht nicht so wichtig. Das ist einfach nur, man hat effektiv eine API, die angesteuert wird von diesem Objekt. Und das kann ja, können sich Sachen über die Zeit verändern. Deswegen möchte man das versioniert haben. Kind, ja. Also alle Objekte, die ich erstelle, sind ja YAML und irgendwie muss ich ja unterscheiden, was das ist. Also ist es eine Storage Class, Metadata, Name, ja, das Ding braucht irgendeinen Namen. Und unten ist dieser Provisioner, das ist jetzt dieser Storage Driver, den ich vorhin erwähnt habe. Das ist dieses Stück Software. Damit weiß er, wenn ich jetzt hier irgendwas erstelle, was diese Storage Class referenziert, die ich EBSSC genannt habe,
muss er das zu dem folgenden Storage Provider hinschmeißen und der macht dann, was er machen soll. Dann erstelle ich so ein Physical Volume Claim. Ja, wieder die gleiche Geschichte, es gibt eine API-Version, kein, dass es ein Volume Claim gibt, den kriegt irgendeinen Namen und Spec ist jetzt die Beschreibung. Ja, quasi, sagen wir als erstes den Access Mode. Der Access Mode sagt ihm, wie kann ich denn dieses Volume einbinden. Das ist deswegen wichtig, weil bestimmte Volumes, die können unterschiedliche Sachen unterstützen. Zum Beispiel unser Netzwerkdateisystem kann ich ganz oft einbinden und von ganz vielen Orten draufschreiben und von ganz vielen Orten lesen. Aber vielleicht will ich das aus irgendeinem Grund nicht. Ich will, obwohl das kann, will ich das vielleicht nicht und kann halt hier dann den Access Mode einschränken. Aber auch ganz wichtig, es gibt halt Sachen, die nur bestimmten Access Mode können. Wir waren jetzt ja, wie wir unten sehen, Storage Class Name bei dem EBS. EBS kann ich nicht 500 Mal einbinden und 500 Mal davon lesen, sondern das kann ich an eine VM dranhängen und von der dann lesen. Ja, das ist dieses Block-Device, wieder der USB-Stick, ja, den ich irgendwo einstecke. Kann ich halt nur in einer Maschine haben, kann es nicht in fünf Maschinen haben. Deswegen read, write once. Dadurch weiß das System, ich kann das nur einmal machen. Das bedeutet zum Beispiel auch, ich möchte einen Container von einer Node auf eine andere rüber verschieben. Dann kann ich nicht hier den Container schon starten und den dann erst abschalten. Weil der drüben hat gar kein Storage. Ich muss erst den abschalten, das Storage abhängen, an den neuen dranhängen und es dann starten. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man einfach sich bewusst machen muss. Ja? Weil normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie Workloads von einer Node auf eine andere verschieben will, ist es halt ideal, wenn ich auf der neuen Node die Sachen schon starte und erst dann die anderen Sachen beende, weil ich dann keine Unterbrechung oder keine Einschränkung von meiner Performance habe. Genau, soviel zum Access Mode. Und unten Resources, da sage ich ihm einfach, ja, ich möchte 50 GB Größe haben. Da kann man noch viel mehr Zeug reinschreiben. Wir machen hier aber keinen Exkurs in, wie mache ich Storage im Detail, sondern einfach mal das Gröbste. Und jetzt sehen vielleicht viele zum ersten Mal eine Pod-Definition. Die ist auch nicht so super kompliziert. Oben die üblichen Sachen, irgendeine API-Version. Es ist ein Pod. Der Pod hat wieder irgendeinen Namen und dann beschreibe ich den. Und hier sieht man schon Containers. Da können also ganz viele Container drin liegen. Wir haben nur einen, das ist irgendeine Datenbank. Die hat irgendein Container-Image. Und jetzt sagt man ihm, ja, binde folgendes Volume ein. Und unten sagt man ihm einfach, welche Volumes es gibt. Ja. Also es sind wohlgemerkt zwei Definitionen. Ja. Das eine ist allgemein, es gibt für diesen Pod folgende Volumes. Und an der anderen Stelle werden diese Volumes eingebunden. Das ist deswegen eine Trennung, weil ich könnte ja in demselben Pod mehrere Volumes haben und wohlgemerkt, das Einbinden des Volumes ist am Pod gebunden, nicht ans Container-Level, sondern an dem Pod-Level. Und ich habe da drei Pods drin laufen und die sollen alle das gleiche Volume benutzen oder manche nur ein Subset davon. Ja, deswegen gibt es einmal erstmal die Volumes-Definition, diese Volumes gehören zu diesem Pod und oben sage ich bei den Containern einzeln, ja, du bindest dieses Volume ein. Deswegen ist es getrennt voneinander. Genau, und unten sieht man auch wieder bei dem Volume, das wir verwenden, das kriegt halt auch wieder einen frei wählbaren Namen, das ist der Name hier innerhalb dieser Definition. Und dann sagen wir eben, ja, das Volume findest du hinter folgendem Persistent Volume Claim. Das ist der, den wir davor erstellt haben. Und dann weiß er, ja, was auch immer dieser Volume Claim erstellt hat, das ist mein Volume. Dieser Pod, der weiß gar nicht, was das für ein Storage ist. Das ist ihm auch egal. Ja, das wurde einfach an anderer Stelle schon definiert. Für den gibt es einfach nur, ja, hier gibt es irgendein Volume und das kann ich benutzen. Um das Ganze jetzt noch zum Verdeutlichen, wie sehr das abstrahiert ist, das ist die EFS Storage Class. Hier sind genau zwei Sachen unterschiedlich zu dem anderen Ding vorhin, nämlich der Name und welcher Provisioner benutzt wird. Ansonsten ist das Ding, auch unten dran wäre das genau gleich. Das ist die gleiche Geschichte. Das ist der Volume Claim. Der ist auch genau gleich wie der andere vorhin, aber drei Unterschiede tatsächlich. Nämlich der Name wieder mal, das ist nämlich der Storage für unsere App. Der Access Mode ist diesmal Read, Write, Many. Das sagt ihm einfach, ja, kannst du das oft einbinden, das ist ja ein Netzwerkdateisystem. Und natürlich heißt die Storage Class anders. Ja. Aber sonst sind da keine Unterschiede. Und der Pod, der sieht sogar noch ähnlicher aus. Da ist nur der Name anders. Sonst muss sich nichts verändern. So, jetzt haben wir uns darum gekümmert, dass wir das richtige Storage für unsere Sachen benutzen. Datenbanken haben persistenten Storage. Datenbanken, wir haben nicht unnötig Failover. Wir haben uns auch darum gekümmert, dass
unsere CI-Jobs nicht plötzlich unterbrochen werden, weil sie nicht auf Spot-Instances laufen, aber sie skalieren automatisch. Und unsere Applikation kann sogar super günstig und autoskalierend betrieben werden, weil wir Spot-Instances benutzen. Ja? Super. Aber jetzt müssen wir das der Applikation ja noch sagen. Die wissen ja gar nicht, wo sie starten sollen. Die statischen EC2-Instanzen sind für die Datenbank. Es gibt eine Node-Group für die Anwendungscontainer, eine für die Jobs. Und wie kriege ich die jetzt auf die richtige Node? Die haben ja gar keine Idee davon. Kubernetes startet die einfach irgendwo im Cluster. Das muss ich Ihnen jetzt noch sagen. Hier müsst ihr jetzt nicht jede Zeile lesen. Das ist einfach nur eine Idee, was das ist. All diese Ressourcen bei Kubernetes bekommen sogenannte Label. Und diese Label kann ich benutzen, um sie mit sogenannten Selectors, Taints und Tolerations bestimmten Nodes zuzuordnen. Ja, also zum Beispiel ist eine ganz interessante Zeile die vierte, der Capacity Type, da steht zum Beispiel On Demand, da könnte auch Spot drin stehen. Ja, und das könnte ich Instanzen entsprechend davon irgendwas zuordnen. Oder unten steht ein Node Group Name, die dritte Zeile von unten. Node Group Name Compute Demand. Ja, und ich kann all diese Felder benutzen. Ja, ich kann einen Selector erstellen und sage ihm einfach, ja, der Selector hängt an meinem Pod und sagt, wähle folgende Nodes aus, die folgende Label haben, um dort zu starten. Oder ich kann sogenannte Taints erstellen auf einer Node und sagen, ja, hier haben Sachen nichts verloren, die nicht folgende Toleration haben. Ja. Das wäre zum Beispiel praktisch, wenn ich jetzt halt Nodes habe, wo ich habe Nodes, da sind unglaublich teure GPUs drin, ja, wo irgendwie krassen Berechnungen durchführen sollen. Da will ich nicht, dass da mein Schrott drauf startet, der die gar nicht braucht, sondern die sollen Platz für die GPUs lassen. Also mache ich da einen Taint drauf, nur Sachen, die wirklich GPU brauchen. Ja, wie funktioniert so ein Selector? Hier haben wir wieder eine Pod-Definition und unter den Containern ist einfach Node-Selector. Da sage ich eben, ja, da wo Node-Group-Name auf Compute-on-Demand steht, da startest du bitte. Und jetzt habe ich unten zwei Nodes. Das sind in diesem Fall einfach die auch wieder zwei so Codeblöcke, wo ihr halt einen Ausschnitt aus den Metadaten seht, was da in den Labels drin steht. Und in der einen Node Group steht halt Compute on Demand drin und bei dem anderen T-Spot. Ja? Und auf T-Spot wird er nicht starten. Er wird nur starten auf Compute on Demand. Das bedeutet übrigens, wenn er keine Node findet, wo dieser Selector zutrifft, dann startet das Ding einfach gar nicht. Also ist auch mit Vorsicht, ja, man kann das schon auch falsch konfigurieren. Ja. Genau, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Selectors, weil wir haben jetzt hier zwar unsere Sachen zugeordnet für die On-Demand-Instanzen, aber wir fügen das natürlich noch für die anderen Sachen zu, also für die Datenbank und für unsere Testsachen. Jetzt gucken wir uns noch kurz diese Taints und Tolerations an. Das bisherige Setup sorgt halt jetzt dafür, dass unsere Jobs und die Datenbank auf den richtigen Nodes starten. Ja? Die sollen ja auf diesen sehr spezifischen Sachen starten. Ja? Die einen auf den On-Demand-Kisten und die anderen auf der Datenbank. Aber wenn ich jetzt nicht allen Pods einen Selector gegeben habe, weil die gar nicht auf spezifischen Nodes grundsätzlich laufen sollen, zum Beispiel unsere Applikation, dann wählen die zwar keine bestimmte aus, aber das heißt auch, dass die einfach überall starten. Das heißt, die starten auch einfach auf den statischen Kisten für die Datenbank. Die Datenbank ist zwar garantiert, dass die auf denen startet, aber die Anwendungskontrolle, die starten einfach überall. Die sollen aber gar nicht für die auf der Datenbank starten, weil die haben da nichts verloren. Das kostet mich extra Geld. Die Performance dort ist für die Datenbank reserviert. Die sollen da nicht starten. Ich möchte denen aber auch keinen konkreten Selector geben, weil ich halt gar nicht, eigentlich ist mir nicht wichtig, wo die starten. Ja? Ich habe ja vielleicht nochmal 50 andere Node Groups. Ja? Jetzt kann ich diese Taints und Tolerations benutzen. Ja? Das heißt, was ich jetzt mache, ich habe diesen Node-Selector hier dran. Hier starten die Sachen halt wie wild eigentlich. Ja? Und wenn ich jetzt halt noch der Toleration auf die Kiste drauf und so Taints drauf schiebe, dann passiert das halt nicht mehr. Ja? Ich habe quasi hier unten auf Node A Taints Database Node True No Schedule. Das heißt für ihn, wenn das nicht dieses Database Node True hat, startet es da auch nicht. Und das heißt, dieser Anwendungscontainer wird da nie starten. Aber obwohl unsere Datenbank einen Selector hat, wird sie da auch nicht starten. Das heißt, ich muss ihr noch eine Toleration dafür geben. Das Ding ist okay, dass es dort startet.
Ich hoffe, dass das irgendwie klar ist. Das ist wahrscheinlich jetzt relativ schwierig zu verstehen. Ja? Ich sage ihm zwar einen Selector, wähle diese Node aus, aber ich muss ihm trotzdem erlauben, da auch wirklich zu starten. Weil dieser Taint verhindert, dass da irgendwas drauf startet, was nicht die passende Toleration dafür hat. Ja? Also der Unterschied ist, ein Selector wählt aus, wo hast du zu starten, und eine Toleration sagt ihm quasi, du darfst dort starten. Ja? So, jetzt ist unser Ziel erreicht. Wir haben unsere Infrastruktur richtig verteilt. Es war doch relativ viel, wenn man unterschiedliche Workloads in so einem Kubernetes-Cluster verteilen möchte. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute da einfach nur ihre Stateless-Workloads reinschieben und Sachen extern betreiben. Man muss sich halt erstmal damit beschäftigen, aber wenn man es gemacht hat, muss man sich halt auch um Sachen außerhalb von dem Cluster nicht mehr so viel kümmern. Ja. Also vielen Dank, dass ihr mir hier kurz zugehört habt. Wenn euch das Ganze zu kompliziert war und ihr das aber betreiben möchtet, könnt ihr euch gerne an Machandra wenden, dann versuchen wir euch da weiterzuhelfen. Oder wenn euch das total geil vorkommt und ihr das unbedingt selber machen wollt, dann könnt ihr euch auch gerne mal auf ein Trainingprogramm bei uns bewerben, weil wir suchen immer wieder Leute, die auf solche Sachen Bock haben. Vielen Dank. Wollt ihr Fragen stellen? Oder habe ich euch überfahren? Also, ja. Du hast in deinem Abstract geschrieben, du möchtest ganz viel über verschiedene Workloads auf Kubernetes sprechen. Jetzt hast du ganz viel gesprochen darüber, wie man AWS macht. Magst du auch noch was dazu erzählen, insbesondere, dass man den Persistent Storage auf Kubernetes macht? Also sprich dann, wenn man es nicht in der AWS laufen hat. Ja, kann ich gerne zu was sagen. Ja. Also effektiv unterscheidet sich es nicht so sehr. Wenn es jetzt wirklich darum geht, geht es um eine bestimmte Storage Class? Also, allgemein. Okay. Also wenn ich jetzt on-premise bin, also ich sehe es da teilweise ganz gern, dass man dann die Sachen auch einfach auf den physikalischen Maschinen laufen lässt. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie der Bedarf ist. Vorteil ist halt, ich habe halt mein Zeug ja eh schon in Containern isoliert und kann halt die Performance von meinen physikalischen Maschinen auch voll nutzen. Ich würde sehr viel damit gehen, den Storage auf den physikalischen Maschinen auch zu benutzen. Und nachdem das ja keine Maschinen sind, die magisch wegskalieren, kann ich auch meinen lokalen Storage benutzen, ohne mir jetzt super viel Sorgen machen zu müssen. Wenn die Node halt weg ist, ist wie vorhin in dem Beispiel gezeigt, die Redundanz zwar kurz eingeschränkt, aber wenn die Node wiederkommt, sind ja meine Daten immer noch da. Ja? Und es ist auch nicht so, dass jetzt permanent physikalische Server abbrennen. Ja? Also das ist auch, glaube ich, einfach eine falsche Vorstellung, dass das ständig passiert. Da fällt halt meine Disk aus, aber man hat ja ein RAID und dann tauscht man die oder das Netzteil oder so. Und wenn die mal geplant rebooten, ist es, glaube ich, nicht super schlimm, wenn mal kurz die Redundanz eingeschränkt ist. Ja? Also solche Sachen passieren ja auch irgendwo in der Cloud mal. Oder öfter. Was dieses verteilte Dateisystem angeht, das ist natürlich was Anspruchsvolleres zu lösen, weil also ich persönlich muss sagen, ich bin kein großer Fan davon, diese verteilten Storage-Sachen selbst zu betreiben. Ich habe das lange Zeit gemacht und mache teilweise auch immer noch. Und also Storage betreiben ist einfach kein Spaß, weil es potenziell kompliziert ist, also nicht das mal aufzubauen, sondern wenn du wirklich viel Schreibzugriff oder Lesezugriff drauf hast, dann wird es unangenehm, vor allem mal zu debuggen, wenn es wirklich schlecht funktioniert. Ja. Wie vorhin gesagt, es gibt dieses Longhorn, das spannt dir automatisch, also das kannst du dir vorstellen, wie deine Datenbank, das macht dann auch einfach ein Physical Volume Claim auf deine lokale Disk von deinem Kubernetes und das abstrahiert das Ganze dann auch wieder weg, sodass du das dann wieder wie ein externes Dateisystem einbinden kannst. Und dadurch hast du halt in deinem Kubernetes-Cluster ein verteiltes Dateisystem. Also so würde man das sind die zwei wichtigsten Sachen on-premise. Du kannst auch selber einen Object Store betreiben. Effektiv, was du da dann machst, ist, du brauchst dann aber auch erstmal wieder ein verteiltes Storage drunter, ja? Weil das benutzt dir auch das Zeug. Ja? Und zum Beispiel Minio, und dann sagst du ihm, du hast dein Longhorn schon am Laufen, startest dann dein Minio-Service in deinem Kubernetes-Cluster und sagst ihm ja, hier benutzt das Storage von dem Longhorn und dann hast du aber einen API-Endpunkt, den deine Anwendungen halt wie Amazon S3 zum Beispiel benutzen können. Ja? Also die Technologien dahinter sind eigentlich genau das Gleiche, das Einzige, was wegfällt, ist für dich, dass du halt einfach die fertigen API-Endpoints hast, die du benutzen kannst. Und diese Elastic Block Devices hast du halt nicht. Ja, also wenn du sowas haben willst, da kenne ich mich aber nicht so super gut aus. Da, Leute, die sowas haben, die haben eben oft so eine Appliance von zum Beispiel HP oder sonst was. Und die Dinger, die hängen halt damit sehr schnell im Netzwerk an deinen Nodes dran und da kannst du dann Block Devices drüber einbinden. Hilft dir das irgendwie? Oder? Es heißt schon fertig, danke. Okay.
Noch jemand Fragen? Wenn es so redundante Nodes hat oder redundante Sites zwischen so Rechenzentren oder so was drin ist, kann man da irgendwo Kilometer- oder Latenzangabe machen? Jetzt sage ich mal, für Datenbanken ist es überhaupt sinnvoll, ja? Also für Stateful-Sachen, ja? Also die geht es wahrscheinlich jetzt primär darum, du hast halt hier Rechenzentrum A und Rechenzentrum B, jetzt vielleicht gar nicht riesengroß krasse Standorte, sondern zum Beispiel weiter getrennte Brandsicherungsabschnitte und sowas. Oder um was geht es dir da konkret? Sag ich, jetzt von 10 Kilometer dazwischen oder kann ich da 500 Kilometer dazwischen? Also von 500 möchte ich vielleicht abraten. Ja. Also habe ich noch nie gemacht. Das ist ein Express-Route, du kostet ab 5.000 Euro im Monat. Stimmt, ja. Also es gibt da auch Möglichkeiten. Auch bei den Cloud-Providern ist es so, die haben ja, wenn du da zum Beispiel bei Amazon in Frankfurt hostest, da haben sie 3 Rechenzentren, die sehr nah zusammenstehen. Das sind die sogenannten Availability Zones und das funktioniert sehr gut. Aber wenn du jetzt halt Angst hast, dass der Meteorit in Frankfurt einschlägt und das komplett vernichtet, dann willst du ja Georedundanz. Du willst vielleicht noch in Paris haben oder sonst irgendwo nochmal in Deutschland. Ja. Und immer, wenn man solche Setups baut, spielt Latenz eine Rolle. Also du baust dann die Setups meistens noch mal ein bisschen komplizierter. Du betreibst dann oft nicht ein Cluster, das mehrere Regionen überspannt, sondern das sind dann meistens 2 Cluster, die du machst und kümmerst dich halt dann darum, dass die Daten trotzdem repliziert werden. Das ist ja toll. Vielleicht kann ich da an der Stelle ganz kurz einen persönlichen Erfahrungswert mitgeben. Ich glaube, 10 Kilometer funktionieren noch ganz gut. Da bist du noch ganz gut dabei. 100 Kilometer ist schon grenzwertig, bis geht nicht. 100 Kilometer sind kritisch, es geht bis 500 Kilometer, aber dann nur aggressiv. Mach's nicht! Ja. Also falls euch das noch interessiert, ich bin auch noch draußen oder so, also falls ihr noch Fragen haben solltet, aber hier müssen wir jetzt Schluss machen.